Mein Name ist Wanke Schneider-Trunsch und ich möchte Oberbürgermeisterin in Weißwasser werden. Warum? Weil mir meine Heimat wichtig ist und weil ich fachlich in der Lage bin, dieses Amt zu bedienen. Mein Name ist Katja Dietrich. Ich möchte Oberbürgermeisterin von Weißwasser werden, weil ich gemeinsam mit den unglaublich engagierten Menschen der Stadt unsere Chancen für den Strukturwandel nutzen möchte, damit wir hier eine Zukunft haben. Mein Name ist David Greißelmeier. Ich möchte Oberbürgermeister von Weißwasser werden, weil ich der Meinung bin, dass dieses Land wieder eine politische Wende dringend nötig hat. Und ich möchte in dieser Stadt gemeinsam mit unseren Stadträten, mit der Bürgerschaft diese politische Wende gemeinsam beginnen. Weißwasser. Hier leben 15.000 Menschen. Einst waren es 38.000, die hier ihre Heimat hatten. Abwanderung als Folge des ersten Strukturwandels in den 1990er Jahren. Heute fehlt es vor allem an größeren Industriebetrieben, auch wenn es durch die LEAG noch gut bezahlte Jobs in der Region gibt. Weißwasser steckt durch den Kohleausstieg mitten im zweiten Strukturwandel. Eine Herausforderung für den neuen Chef im Rathaus. Eine, die sich als Oberbürgermeisterin bewirbt, ist Svantje Schneider-Trunsch. Die 46-Jährige ist verheiratet und Mutter zweier Kinder. Sie tritt für die Wählervereinigung Klartext an und wird von der CDU unterstützt. Derzeit arbeitet sie im Rathaus als Referatsleiterin für Finanzen und Kultur. Mehr Dienstleistungen für die Bürger, Förderung von Vereinen, die Lausitzer Füchse als Aushängeschild für die Stadt. Das müsse entwickelt und bewahrt werden für eine gemeinsame Zukunft der Weißwasseraner, sagt sie. Durch den Strukturwandel bedingt und durch die Projekte, die wir in der Stadt haben, haben wir große Entwicklungspotenziale. Gemeinsam mit dem integrierten Stadtentwicklungskonzept, was erstellt wurde und auf dem Weg ist, wenn wir da an diesen Projekten konkret und strukturiert weiterarbeiten, haben wir die besten Möglichkeiten, um wieder Zuzug zu generieren, den Lebensstandard in der Stadt zu heben und einfach wieder das Wir-Gefühl mehr zu stärken. Und daran müssen wir unbedingt weiterarbeiten. Auch Katja Dietrich will ins Rathaus einziehen. 43 Jahre, ledig, keine Kinder. Sie ist Mitglied der SPD, aber kandidiert als unabhängige Bewerberin. Die gebürtige Dresdnerin lebt seit anderthalb Jahren in Weißwasser und arbeitet bei der Sächsischen Agentur für Strukturentwicklung. Den Strukturwandel sieht sie als Chance für Weißwasser, die Zukunft in die eigenen Hände zu nehmen. Den Generationenwechsel gestalten, Sport, Jugend und Kultur fördern, sowie mehr auf gemeinschaftliches Engagement setzen. Das ist ihr Credo. Als Erstes werde ich endlich angehen, dass wir eine Wirtschaftsentwicklung aufbauen, eine Wirtschaftsförderung aufbauen im Rathaus, gemeinsam mit den Unternehmen und uns hier aufstellen und zukunftsfähig machen, dass wir auch Arbeitsplätze für unsere Jugend anbieten können. Meine erste Amtshandlung wird sich wahrscheinlich um den Haushalt drehen. Denn ohne einen beschlossenen Haushalt und einen genehmigten Haushalt können wir nichts in der Gestaltung machen. Und das merken wir dieses Jahr, da wir den immer noch nicht beschlossen haben. Und das ist wichtig für nächstes Jahr. Der 38-jährige David Greißelmeier tritt als Parteimitglied der AfD an. In Gera geboren, lebte er 20 Jahre in Hessen und Bayern. Aktuell wohnt der studierte Musiklehrer in Rietschen und unterrichtet an der Oberschule in Mücka. Er wolle eine familienfreundlichere Stadt und der Haushalt müsse in Ordnung gebracht werden. Gegen David Greißelmeier gibt es Vorwürfe. Er sei reichsbürgernah und Mitglied des Königreichs Deutschland. Diese Vorwürfe weist er zurück. Er wolle sich parlamentarisch in der Kommunalpolitik engagieren. Die Stadt erleidet einen Bevölkerungsschwund. Unaufhörlich, das zieht einen riesengroßen Rattenschwanz nach sich, also das heißt Probleme als Folge dieser Entwicklung und diesen Trend müssen wir umkehren. Das heißt, wir wollen eine aktive, geschlossene Ansiedlungspolitik für mittelständige Unternehmen, für Gewerbe, für Industrie, damit wir diesen Trend umkehren, weil wir sonst immer nur an diesen Symptomen weiter herumdoktern müssen. Am 1. September können die Menschen in Weißwasser entscheiden, in welche Hände sie die Geschicke ihrer Stadt für die nächsten 7 Jahre legen wollen.